Letzten Sommer sind Magda Milena und Hanne nach Garmisch-Partenkirchen gereist, um Hannes Freund zu besuchen. Ich musste arbeiten, deshalb konnte ich sie nicht begleiten. Es war sehr traurig für mich. Sie haben mir einige Anekdoten von ihrem Urlaub erzählt. Zuerst haben wir über die lange Reise gelacht. Wir haben einen Flug nach Bergamo genommen und wir sind am Morgen angekommen. Dann haben wir nach Mailand gefahren, um Il Duomo zu besuchen und einige billige Dinge zu einkaufen. Danach sind wir mit einem Zug nach Verona gefahren und dann mit einem anderen nach München. Plötzlich haben wir aus dem Lautsprecher gehört, dass wir aus dem Zug aussteigen mussten. Wir mussten zwei Busse und einen anderen Zug nehmen, um nach Garmisch-Partenkirchen zu fahren. Wir haben es geschafft! Nach 20 Stunden sind wir angekommen! Während ich in der Küche arbeiten musste, haben diese drei glücklichen Mädchen heiße Schokolade getrunken und Eis gegessen. Sie sind sehr gute Mädchen, aber ein bisschen verrückt. Wir sind in einem sehr schönen Park spazieren gegangen. Dort haben wir drei seltene Jungen gesehen, die uns verfolgt haben. Ich glaube, dass sie wollten mit uns flirten. Wir fingen an zu schreien und liefen zum Ausgang, weil wir Angst hatten. Wir haben den Park mit viel Lärm verlassen. Plötzlich haben wir viele Leute gesehen, die in einer Reihe waren. Wir haben nach rechts geschaut und es gab ein Orchester, das Jazzmusik spielt. Die Leute und das Orchester waren nicht da vor zwei Stunden. Wir haben uns geschämt und wir sind langsam gegangen, um die erste Reihe zu sitzen. Alle Leute haben uns beobachtet. Ich war etwas neidisch. Sie erzählten mir viele lustige Geschichten. Ich war sehr traurig. Damals wollte ich meinen Chef bringen, denn ich wollte auch nach Garmisch-Partenkirchen. Die Reise war sehr lustig. Eines Morgens haben wir einen Ausflug zur Zugspitze gemacht. Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Wir sind Schlitten gefahren. Es war das erste Mal für Martha. Dann haben wir nach Eibsee gegangen. Eibsee ist eine sehr große und schöne See in Garmisch-Partenkirchen. Dort sind wir mit einem Boot gesegelt. Wir waren ruhig auf dem See, aber dann haben uns viele Enten angegriffen. Wir hatten viel Angst. Eine Ente hat Hannes Finger gebissen. Dann sind wir nach Hause gegangen. Ihre Reise nach Hause war genauso kompliziert wie der Hinfahrt. Ich hoffe, dass nächstes Jahr werden wir alle zusammen nach Garmisch-Partenkirchen fahren.